Willkommen bei der Zero Page. Es geht wieder mal, muss ich sagen, um die Bosch PBD40. Wahrscheinlich eine der beliebtesten Heimwerker-Tischbohrmaschinen, die es so gibt. Und das mit Recht, meiner Meinung nach. Denn ich bekomme hier so in meiner kleinen Werkstatt alles damit eigentlich weggebohrt, was ich so bohren möchte. Und das gilt sowohl für Holz- als auch Metallarbeiten. Natürlich mit einem Aber. Was habe ich denn schon mal gepimpt an der Maschine? Relativ schnell nach Erwerb ist mir dieses merkwürdige Drehrad, das sich die Bosch-Ingenieure da ausgedacht hatten, sehr, sehr sauer aufgestoßen und ich habe es dann durch so ein selbstgedrucktes Kreuz ersetzt und mit dem Kreuz bin ich total zufrieden. Und jetzt, ja ungefähr 2 Jahre später, muss ich sagen, bin ich mit dem Spannbohrfutter nicht mehr zufrieden. Das hat eine Unwucht, konnte man im Einspieler sehen. Ein Zehntel Millimeter, vielleicht etwas mehr, je nachdem an welcher Stelle man misst, aber das mehr oder minder konstant. Bei Holzarbeiten fällt das nicht auf, aber bei Metallarbeiten kann das durchaus schon mal sein, dass ich das merke und das ist durchaus störend. Und wenn ich einen kleinen Bohrer, also Bohrer mit kleinem Durchmesser einspannen möchte, sagen wir mal 1 Millimeter, dann geht das mit dem Originalbohrfutter nicht, weil dieses Bohrfutter, ich glaube, ab 1,5 oder 2 Millimeter Durchmesser erst greift. So, und das sind die beiden Gründe, weswegen ich hier ein neues Spannbohrfutter montieren werde. Es ist ein Röhm-Spannbohrfutter drauf, allerdings ein relativ günstiges Modell, eines der einfachsten von Röhm und wohl, wenn man ein bisschen recherchiert, gar nicht für Tischbohrmaschinen geeignet, was Rundlaufeigenschaften etc. anbelangt. Es ist eigentlich für einen Schlagschrauber Impact Drill gedacht. Es gibt aber eins, das gerne benutzt wird, wenn man das Spannbohrfutter wechseln möchte, und zwar das 871050. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Komm mal her. Das ist das Spannbohrfutter, das ich gedenke zu montieren. Das ist das Röhm Supra S. Ja. Damit ist klar, worum es in dem Video geht, nämlich um den Wechsel des Spannbohrfutters, logisch. Das heißt, altes Spannbohrfutter muss runter, neues muss drauf. Den Rundlauf durch Montage eines neuen Spannbohrfutters zu verbessern, das ist eher eine Hoffnung. Also was die Bohrerdurchmesser anbelangt, da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit 100%. Bei dem Rundlauf, das werden wir sehen, ob das am Ende was gebracht hat. Es ist tatsächlich so, dass, wenn man das hören kann, hier Spiel ist. Spiel in der Spindel. Und es gibt ein oberes Spindellager und ein unteres Spindellager. Und ich glaube, wenn man hier wirklich an den Rundlauf ran möchte, dann muss man die Maschine komplett auseinandernehmen und die Lager tauschen, die innenliegenden. Da gibt es auch Anleitungen im Netz, wie das funktioniert. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Wechsel des Spannbohrfutters. Geht los, Schritt 1, altes runter. Ja, und da kann man ziemlich sicher sagen, dass das eine Herausforderung wird. Auch da, wenn man ein bisschen recherchiert, wird man immer wieder lesen, dass Leute berichten, dass sie dieses Spannbohrfutter einfach nicht runterkriegen. Dann gibt es in den Foren meistens irgendwann den Ratschlag, ja, dann haust du halt da mit dem Hammer vor. Also nicht gegen das Spannbohrfutter, sondern irgendwie gegen einen eingespannten Imbusschlüssel. Ja, bis sich sozusagen das löst initial und dann soll man es leicht abdrehen können. Man liest aber auch, dass man auf gar keinen Fall mit dem Hammer irgendwie gegen sowas schlagen soll. Deswegen werde ich es erstmal mit einem Hebel versuchen. Und erst wenn alle Stricke reißen, gehe ich mit gröberem Werkzeug zur Sache. Aber also das könnte jetzt spannend werden, dieses Ding hier runterzubekommen, weil das irgendwie wahrscheinlich verklebt ist oder so unglaublich fest angeprahmt, dass man das kaum runterbekommt. Also wir werden das sehen. Ich mache jetzt mal hier die Messuhr weg und dann runter mit dem Ding. Daumen drücken. Jetzt nehmen wir einen 16er Mausschlüssel und fixieren die, wie war es, Welle steht, Achse dreht. Wir fixieren die Achse. So. Und wenn ich jetzt in diese Richtung ziehe, dann sollte ich irgendwann das Spannbohrfutter runterbekommen. Das war gar nicht so schwierig. So, dann kommt das Neue drauf. Ich zeige mal beide im Vergleich. Zeige ich mal alt und neu.
ist das alte. Auch mit diesem Lockring bin ich auch nie so richtig warm geworden. Ja, ich kann ja mal komplett zuschrauben. Und dann sieht man auch direkt, dass das Neue komplett zugreift. Die Backen des Neuen komplett zugreifen oder zugehen, während hier immer noch eine Lücke bleibt. Ja, und das hier ist ein Röhm SK, ein Supra SK. Ist das Verbaute für Impact Drills und das hier für Tischbohrmaschinen geeignete ist ein Röhm Supra S. So, das wird montiert. Jetzt brauchen wir wieder einen Inbus. Ja. So, wieder fixieren, diesmal auf der anderen Seite. Man muss das jetzt bei weitem nicht so anprahmen, wie es ab Werk angeprahmt war, weil das Bohrfutter selbst verriegelt ist. Das genügt. So. So, das Bohrfutter, das alte, ging ehrlich gesagt erstaunlich leicht runter. Ja, man muss schon ordentlich festhalten und ziehen, aber mit dem passenden Hebel, den ich hier mit einem sehr großen Inbus hatte, ging das ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Wenn das so nicht funktioniert und der Hebel nicht reicht, dann kann man durchaus ein Metallrohr oder ähnliches nehmen. Ja, und das noch zusätzlich hier drüber stecken, um den Hebel, die Hebelwirkung zu vergrößern. Auch Tipps aus dem Netz und alle, die Tipps für solche Sachen geben, herzlichen Dank an dieser Stelle. Finde ich immer mega, wenn sich die Community gegenseitig hilft. So, das Teil ist runter, das Neue ist drauf und jetzt müssen wir das Neue testen. Das heißt, ich werde denselben Bohrer einspannen, werde den Rundlauf messen und den Wackeltest. Ja, da hat sich natürlich nichts dran geändert. Das heißt, an der Bewegung könnte ich nur etwas machen, wenn ich die oberen und unteren Spittellager austauschen würde. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt erstmal nicht. Bin gespannt, ob sich das irgendwie hier auf den Rundlauf ausgewirkt hat. Schauen wir mal. So, ich werde das bei 200, 210 Umdrehungen machen, so wie im Einspieler auch. Und versuche hier auch so ziemlich genau dieselbe Stelle an dem Bohrerschaft zu verwenden, sodass die Messungen einigermaßen vergleichbar sind. Für die Messung selber gehe ich mal näher ran. So. 210 Umdrehungen pro Minute, wie im Einspieler. Und wir gehen mal ein bisschen näher ran an die Messuhr. Und das zeigt die. Das sieht besser aus. Das pendelt so zwischen 0 und 5. Minus 1 und 6. Ja, sehr schön. Andere Kameraposition, aber immer noch derselbe Lärm und dieselbe Messung. Ich glaube, ich mache mal aus. Ne? Das ist ein bisschen laut. So, Nachlauf von der Absauganlage. Ah, Silence. Der Kollege hier, das alte Spannbohrfutter, hat ausgedient. Ich habe an verschiedenen Punkten gemessen mit meiner Messuhr und komme im Schnitt auf jetzt eine Unwucht von 0,05 mm versus der 0,1 mm, die ich gemittelt hier mit dem Kollegen hatte. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung, bin ich total zufrieden. Allem voran, weil es ja Prinzip Hoffnung war, was eine Verbesserung des Rundlaufs anbelangt. Das Gewackel hier, das ist nicht weg, das war auch nicht zu erwarten. Da müsste man ans obere und untere Spindellager ran, das werde ich nicht machen. Aber die zweite Sache, die ich gerne verbessern wollte, war ja, dass ich kleinere Bohrer mit kleineren Durchmessern einspannen kann. Und auch das ist gegeben, sodass also der Kollege hier in Rente gehen kann. Falls euch diese wirklich schnell gemachte Verbesserung der Bosch PBD40 interessiert, ich verlinke euch mal das Röhm Supra S Spannbohrfutter
in der Videobeschreibung. Und Stichwort Videobeschreibung, da gibt es ja auch immer diese Kommentare. Also wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Freue ich mich immer total drüber. So, die darf ein paar weitere Jahre hier ihre treuen Dienste verrichten. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beehrt mich bald wieder, bleibt mir treu, würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.